Freddy Echtod und ich verdienen beide nicht. Wir verdienen dann was, wenn uns jemand auf YouTube, auf Twitch abonnieren würde. Auf YouTube sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, das heißt, da kriege ich auch keinen Cent. Wenn auf Twitch jemand eine Spende machen würde, würde ich die kriegen. Und durch Werbung, die eventuell ihr vorm Stream seht oder so, da kriege ich einen kleinen Aufwand mit Downloads auf Modhoster oder auf Forbidden Mods, da wo wir die Map hochladen. Dafür kriegen wir nichts. Da ist kein Verdienst dran. Und das wollen wir in dem Sinne auch nicht. Wir könnten die Map natürlich, so wie manch anderer, auf Share Upload. Uploaded.de oder so, dann würden wir für Downloads was erhalten. Aber auch das sind, ich müsste jetzt lügen, ich glaube für 1000 Downloads 4 Euro oder 3 Euro. Also für YouTube, wer damit Geld verdienen will, braucht 4000 Stunden Watchtime in einem Jahr und 1000 Abonnenten auf YouTube. Das ist halt vor einigen Jahren hochgesetzt worden und seitdem hast du eigentlich schwere Chancen, mit YouTube jetzt wirklich groß noch durchzusteigen. Es gibt welche, die kommen noch gut raus, die machen dann halt auch spezielle Sachen, aber ich sag mal, das, was ich mache, ist ja meistens zum Spaß. Ja, die Karte, die kam sehr gut an oder die kommt sehr gut an, das freut uns unglaublich. Weil damit haben wir selber nicht gerechnet. Also, dass die Map so einschlägt. Wir haben wirklich sehr gute Resonanz, gute Downloadzahlen. Es freut uns. Und wenn es unter den kleinen Streamern nicht so viel Hate geben würde, weil, oder Neid, sage ich jetzt mal, dann wäre das noch viel schöner. Meine Videos haben in der Regel eine Länge. Ja, du musst in einem Jahr 1000 Abonnenten haben. Also, während der Zeitdauer von einem Jahr. Brauchst du 4000 Stunden, die deine Videos geschaut wurden, und gleichzeitig in dem Moment, wo du das erreichst, musst du auch 1000 Minimum Abonnenten haben, die Monetarisierung aktivieren zu können oder dafür freigeschalten zu werden. Boah, können wir so machen. Das sind die aktuellen Zahlen bei mir. Also, ihr habt meine Videos innerhalb der letzten 365 Tage 1000, sei mal leise hier, 1480 Stunden lang geschaut. Wenn ich das jetzt natürlich im Schnitt hier hochrechne, dann passt es. Ich kann auch hier reinklicken, ist mir völlig wurscht. Also hier, geschätzter Umsatz 0 Euro. Heißt, ich krieg davon gar nichts. Ich mach alles umsonst. Und man muss bei mir halt sehen, es sind 28 Tage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. In den 28 Tagen habe ich 44 Videos hochgeladen. Social Blade sagt was anderes. Social Blade ist auch nicht korrekt. Social Blade. Also Social Blade ist ganz einfach. Das sagt das hier. Das nimmt aber nur die Klicks, also wie viel Klicks ich kriege. Und auch ganz ehrlich, diese Werte hier stimmen nicht. Weil wenn ich hier auf Umsatz klicken würde, warte mal. Also normal würde hier pro Video noch ein Wert stehen über diese berühmte CPM, Klicks per 1000. Also wie viel Geld ich für 1000 Klicks kriegen würde. Und das stimmt aber hier mit den Werten hier absolut nicht überein. Weil das würde ja hier heißen, ich würde 4 Euro, wenn ich hier noch eine Null dranhänge, bis zu 4 Euro kriegen. Und das stimmt absolut nicht. Ganz ehrlich, mein CPM ist sehr gut. Erfolgreiches Video, man glaubt es kaum. Ah, guck mal hier. Da steht der CPM. Hier. Also bei dem ME-Tutorial würde ich theoretisch auf 1000 Klicks 17 Euro kriegen. Aber wie gesagt, ist nur ein theoretischer Wert, weil ich bin nicht monetarisiert, ich krieg gar nichts. Und jede Werbung, die trotzdem vor meinem Video oder sonst irgendwo läuft, das ist halt eine YouTube-Einnahme. Das erfolgreichste Video, man glaubt es kaum, ist Ich brate Fleisch von ARK. 4500 Klicks. Hier hinten steht, ich habe einen Umsatz generiert, ja. Das dürft ihr nicht vergessen. Das war zu der Zeit. Ich bin ja schon seit 2015 aktiv. Also ich habe damit schon irgendwann mal, habe ich mit ARK 3,33 € verdient. Das waren damals, bevor die Richtlinien zur Monetarisierung geändert haben, war das, was ich damals gekriegt hätte. Guck mal hier, sogar CPM von 33 Euro. Ein CPM von 76 Euro. Was denn los? Das habe ich noch nie gesehen.
mir noch gar nicht so genau angeschaut. Also wenn ich tatsächlich irgendwann die Monetarisierung habe, dann müsst ihr alle auf dieses Video klicken. Dann verdiene ich mit 1000 Klicks 76 Euro. Oh, Grünfelder Land hat jetzt 1000 Aufrufe, die Prep Map Preview 1.0 Beta. Durchschnittlich haben meine Videos 15 Aufrufe. 15 bis 20. Eigentlich ein bisschen schade von der Anzahl der Abonnenten. Ich habe nur einen YouTube-Account. Wenn der gesperrt wird, wird er gesperrt. Und ganz ehrlich, sollte ich wirklich irgendwann gesperrt werden auf YouTube, dann werden auch keine Videos mehr kommen. Weil dann werde ich mir keinen zweiten Account machen und da, weiß gar nicht, was habe ich jetzt gerade für, wie viele Videos habe ich jetzt drauf? 1600, 1700 Videos. Ich werde mir nicht die Mühe machen und die alle nochmal hochladen. 80% der Videos tatsächlich noch gesichert hat. 2,46 Terabyte, 2770 Dateien. Ich habe tatsächlich so gut wie jedes Let's Play. Ich habe so gut wie jedes Let's Play mir gespeichert. Ne, stimmt nicht. Minecraft fehlt einiges. Minecraft City fehlt. Also ich habe, wie gesagt, so ziemlich alles gespeichert. Sepp, wie meinst du das? Was man eben gesehen hat Twitch sehen? Du meinst eher andersrum, oder? Wenn man einen Livestream-Zusammenschnitt auf YouTube sehen wird. Oder du meinst die Statistik. Für die Statistik kannst du dir auch für Twitch anschauen, ja. Ja, kann man. Twitch hat eine eigene Statistik.